Ich habe mir den Satz eigentlich ganz bewusst ausgesucht für diese Sendung heute. Ich und meine Aufgabe, muss ich vielleicht auch nochmal einen Hinweis geben, der stammt gar nicht von mir, sondern der stammt von meinem Chef, der selber früher erfolgreich Motorrad gefahren ist. Und wir haben in verschiedenen Gesprächen miteinander, haben wir uns immer verschiedene, ja, Facetten unterhalten von, wie man sich eben auf Aufgaben konzentriert, wie man sich fokussiert. Und da ist von ihm der Satz gefallen. Und als ich dann den daheim etwas reflektiert habe, habe ich festgestellt, genau das hat immer auf mich gepasst. Ja? Ich und meine Aufgabe, wie fokussiere ich mich auf einen bestimmten Punkt, auf eine bestimmte, ja, Herausforderung. Und habe dann selber, als ich den Satz reflektiert habe, festgestellt, dass ich das genau die letzten Jahre genau immer so gemacht habe. Und das hat dann mich natürlich auch zum Nachdenken angeregt. Und das, was ich selber auch immer wieder an Erfahrung gesammelt habe, ist, dass sich Menschen heute, auch gerade wenn man so Trainingsgruppen vielleicht auch mal trainiert, dass sich die Athleten auch sehr, sehr schwer tun, mal wirklich nur 60 Minuten auf eine bestimmte Aufgabe zu fokussieren. Da sind dann so Ablenkungen, dass man gerne mit dem Handy spielt, dass man sich vielleicht über das Wochenende unterhält, dass man überlegt, was machen wir am nächsten Wochenende, ja. Aber dieser Fokus, dass der Fokus wirklich mal nur 60 Minuten auf eine ganz bestimmte Aufgabenstellung liegt, da tun sich aus meiner Erfahrung viele Leute heute schwer. Und wenn wir uns jetzt mal die 100% angucken, die ich leisten kann an einem Tag beispielsweise, und ich habe eine Aufgabe, dann habe ich die Möglichkeit, mich auf eine Aufgabe eben 100% zu fokussieren. Wenn ich zwei Aufgaben habe, muss ich ja schon anfangen zu gewichten. Entweder ich mache 50-50 oder ich mache 80-20 und ich mache 70-30. Da gibt es natürlich dann verschiedene Varianten. Aber ergo ist, dass oder Fakt ist, dass am Ende natürlich, wenn ich mehrere Aufgaben habe, eben nicht mehr zu 100% für eine Aufgabe geleistet werden kann. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für Erfolg. Erfolg kann ich eben nur haben, wenn ich eben einen Fokus auf einen oder eine Gewichtung habe, wo ich mich auf etwas oder wie, in welcher Form ich mich auf etwas konzentriere. Und wenn ich verschiedene Sachen parallel mache, die mich ja dann auch ablenken, im Kopf kann ich natürlich auch nicht mehr diesen Leistung oder den Erfolg dann am Ende bringen. Und alles, was mich im Kopf zusätzlich ablenkt, hindert mich am Ende Höchstleistung zu bringen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Satz. Und deshalb ich und meine Aufgabe, dass man sich wirklich in einem bestimmten Zeitraum, den ich zur Verfügung habe, mich entsprechend auf eine bestimmte Aufgabe oder eventuell dann halt auch zwei Aufgaben, je nachdem, ob sie parallel laufen müssen in dieser Lebenssituation oder nicht, dass ich mich darauf konzentriere. Und alles andere muss ich dann auch ausblenden, ja, und ich muss eben auch für mich dann genau priorisieren. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist nicht nur im Sport so, das ist im Berufsleben so. Wenn ich im Berufsleben habe ich ja auch verschiedene Projekte, die laufen, und da muss ich auch lernen zu priorisieren und mich zu konzentrieren, mich nicht immer ablenken zu lassen von anderen Aufgaben. Sonst ist am Ende die Güte, die ich erreiche in meiner Aufgabe, auch nicht die, die ich mir wünsche oder die auch andere von mir erwarten.